sehen, welche Argumentationen, das heißt, welche guten Gründe sprechen für den Kigali-Pakt und wo scheint die Kritik konstruiert zu sein. Deswegen auch dieses Titelbild, das auf der einen Seite eine eiszeitliche Landschaft zeigt, wie sie jeder kennt, mit diversen Seen dort drin, und auf der anderen Seite hier ein Bild, ein Dünnschliff, in dem Schockformationen festzustellen sind, sogenannte PDFs, kommt nachher noch ein bisschen dazu, die eindeutig den Impact anzeigen. Das ist quasi das Paradoxon, die beiden Seiten. Nun interessant, dass so ein Impact in einer Eiszeitlandschaft stattfindet. Das haben wir aber nicht bestellt. Das ist einfach so passiert. Und deswegen macht es natürlich besondere Schwierigkeiten, ein Loch von einem anderen Loch zu unterscheiden. Ist das eine Loch durch die Industrie gemacht? Ist das andere Loch durch den Impact gemacht? Und das dritte Loch durch die Gletscher? Wie unterscheidet man das? Und da kommen ja sehr schnell die Kritiker, sind sehr schnell bei der Hand, werfen dann vor, wir machen das nicht wissenschaftlich, sagen selber nicht so ganz genau, wie Wissenschaft arbeitet. Und zu dem Zweck sage ich das mal, wie Wissenschaft arbeitet. Zunächst einmal die Kritik von Dr. Dagab. Und es gibt hier bei uns keinerlei Polemik. Wir nehmen das gerne an, weil das für uns auch immer wieder eine Idee ist, selber nachzugucken, haben wir das richtig dargestellt für alle, damit sie alle das verstehen. Weil wenn man wissenschaftlich argumentiert, ist es ja häufig so, dass man das nicht richtig übersetzt. Nur das Argument hier, wobei es bezeichnenderweise nicht in einem Fachjournal stattfindet, sondern in Rosenheimer Nachrichten, ja, mit dem Titel Der Herr des Mammuts, da kommt dann tatsächlich auch etwas hier als Kritik. Da heißt es, sind Sie weiterhin fest davon überzeugt, dass sich beim Tütensee um ein Toteisloch handelt? Darga, ja, mehr denn je. Alles, was die Kometenbefürworter bisher an Belegen vorgelegt haben, hielt keiner naturwissenschaftlichen Überprüfung stand, mit dem Kopf behalten. Und dann kommt die Redaktion, Hauptkritik an den Kometenbefürwortern, Darga, dass sie so tun, als ob sie naturwissenschaftlich arbeiten, sich aber nicht im geringsten an die Vorgaben der Naturwissenschaften halten. So, jetzt erwartet man als Leser, dass da ein paar Punkte kommen, was machen Naturwissenschaften? Denn sonst ist das nichts. Ne? Und zu dem Zweck habe ich mal zusammengesammelt, was ein Naturwissenschaftler und auch ein Geisteswissenschaftler macht und was er gelernt haben sollte. Es ist nicht so wichtig, mit welchen Instrumenten man umgeht, sondern wie man was macht. Die sogenannte Methode. Und da sind ein paar Punkte völlig unstrittig in jeder Form von Wissenschaft, an die man sich hält. Erstens, die eigene Beobachtung. Nicht die Konserve der Konserve der Konserve, sondern hingehen, schauen, analysieren, aufschneiden, ja, und gucken, was da ist. Die eigene Beobachtung. Zweitens, klare Formulierung von Fragestellungen, Problemen und dann von Thesen nennt man das in den Wissenschaften. Ich sage, oh, da ist ein Problem, ich formuliere das, bemühe mich, das möglichst klar auszudrücken und dann schaue ich, ja, kann ich das vielleicht lösen. Drittens, man muss wissen, wie man definiert. Das ist ganz wichtig für die Impact-Forschung, ich sage gleich warum. Das heißt, man stellt etwas auf, zum Beispiel, ein Impact ist dann gegeben, wenn 1, 2, 3, und wenn man das findet, dann ist es ein Impact. Wenn man es nicht findet, dann wird es schwierig. Dann kann man auch immer streiten. Definition. Übrigens, der Einstein hat mal gesagt, über Definition streite ich mich nicht. Da stelle ich eine auf, und es passt, jemand findet was oder nicht. Dann habe ich Begriffe, Experimente, die man macht, Instrumente und Methoden, also Wege, wie ich zu etwas komme. Viertens, die sachliche Darstellung bestehender wissenschaftlicher Diskussion. Ich sage, was hat der gesagt, was hat der gesagt, sachlich. Das heißt, ich werte nicht. Ich überlasse Ihnen dann nachher, wo gewertet wird und wo nicht. Übrigens ist das etwas, was in den Medien häufig durcheinander geht. Ein sachlicher Bericht und ein Kommentar. Ein Kommentar, da darf ich meine Meinung sagen, auch in der Wissenschaft. Aber der sachliche Bericht, da darf ich meine Meinung nicht sagen. Da muss ich sagen, was Sache ist. Das heißt also hier eine sachliche Darstellung der bestehenden wissenschaftlichen Diskussion. Was haben die Vorgänger gemacht, was haben andere Gruppen gemacht, denn da haben ja auch andere Gruppen geforscht. Das will ich gleich zeigen, nicht nur wir. Dann schließlich, dass man darstellt, was es für unterschiedliche Auffassungen gibt. Selbst in der Rechtsprechung kennt man das, Güterabwägung. Mehr plausibel, weniger plausibel. Es gibt nie Schwarz und Weiß.
außer man hat eine Antwort auf eine Definition, weil es gerade passt. Dann muss man es belegen, indem man sagt, da habe ich Steine, da habe ich Analysen, da habe ich dem Gerät so und so etwas gemacht. Und das muss ich auch darstellen. Ich muss zitieren, ich muss die Literatur kennen, ich muss alles kennen, was auf dem Gebiet gebracht wird. Da muss ich mich schon ein bisschen anstrengen. Und wenn ich es nicht kenne, dann gibt es natürlich ein Problem, weil dann kann ich ja gar nicht richtig argumentieren. Dann muss ich das Ganze zusammenfassen und mal anbieten sozusagen. Und das macht man in den Wissenschaften, indem man Aussagen trifft. Die Wissenschaften versuchen möglichst wenig, das ist schwierig, möglichst wenig Bewertungen drin zu haben, sondern möglichst Aussagen. Und das ist ganz wichtig, emotionale Beweggründe, die sollen raus. Sie merken das sehr häufig, wenn Menschen emotionale Beweggründe bringen, dann macht sie ein Ausrufezeichen, weil ich ein Blutding gehört. Sie versuchen durch Gefühle etwas zu erreichen. Und das ist der nicht wissenschaftliche Weg. Das heißt, wir wollen ganz klar und sachlich aufführen, was haben wir gefunden, was sagen die Kritiker und die Auseinandersetzung damit. Sie sollen dann selber entscheiden können, hoffe ich zumindest, wo es eher plausibel ist. Jetzt gibt es in der Naturwissenschaft, ich habe ganz bewusst das mal genommen, das ist eine witzige Darstellung aus dem Englischen, das übersetzt. Wie geht die Wissenschaft vor? Ja, erst einmal offene Fragen. Da stolpern die Leute über so komische Löcher und finden da bei der Gelegenheit auch noch komisches Metall, ja, und stellen Fragen. Das ist das Erste. Wer keine Fragen stellt, der hat schon verloren. Fragen stellen ist nicht. Und dann, welche Antworten gibt es dazu? Dann macht man erstmal eine Hypothese. Industrie, Kalkbrennhof und so weiter. Dann klammert man die Hypothesen aus, weil man guckt, passt das denn eigentlich? Was macht man? Man beobachtet und man sammelt Daten. Also, kurzum, man muss zum Tütensee gehen, man muss aufschürfen, reingucken, die Steine nehmen, die dann analysieren, aufschneiden, mit Mikroskopen reinschauen und so weiter. Eine ganze Menge mühselige Arbeit. Dann muss man diese Hypothese, zum Beispiel ein Toteisloch, zum Beispiel ein Impaktkrater, testen. Geht's oder geht's nicht? Also Experimente. Zum Beispiel auch, indem man einen Schneidbrenner nimmt und Material um den Tütensee herum nimmt und guckt, was passiert, wenn man das auf 2300, 3000 Grad aufheizt. Was passiert mit dem? Oh, schaut so ähnlich aus wie. Das passt noch nicht ganz, muss man auch gucken, aufschneiden. Was passiert eigentlich mit diesem Beschreibung? Dann muss man die Daten analysieren. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, deswegen auch hier die beiden Schmähen. Auch wenn es zunächst damit gar nichts zu tun zu scheinen hat, aber das ist ein ganz berühmtes Beispiel. Stimmen die Beobachtungen mit und Daten mit der Hypothese überein, zum Beispiel Toteisloch oder Impact, Krater? Wenn ja, hurra, Schlussfolgerungen ziehen und veröffentlichen. Wenn nein, hurra, dann nochmal gucken, habe ich was falsch geguckt, waren meine Experimente fehlerhaft, habe ich zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel dafür an, einen Schmutzeffekt. Ich nenne mal, was da passieren kann. Beispielsweise bei Carl Zeiss Oberkochen haben wir festgestellt, oh, da ist in dem Material sehr viel Zehr drin. Zu viel Zehr eigentlich. Was ist da geschehen? Wir haben dann rausgebracht, da hat einer nicht toll poliert und bei Poliermittel ist Zehr drin. Wow, raus damit, weg. Verstehen Sie, Sie sitzen Stunden rum, um auszuschließen, dass das nicht irgendwo von einem Dreckeffekt kommt. Muss ganz reinarbeiten, damit das funktioniert. Also das ist ganz wichtig. Und wenn man das hat, dann kann man versuchen, die Hypothese zu korrigieren oder zu gestalten. Jetzt kommen die beiden Schwäne hier. Der berühmte Philosoph Karl Popper hat nämlich da was Tolles entwickelt, hat gesagt, wenn ich eine Wissenschaft habe, dann kann ich natürlich sagen, ich nehme den Fall 1, den Fall 2, den Fall 3, bei den Schwänen zum Beispiel, meine Hypothese, alle Schwäne sind weiß. Nicht wahr? Und dann sage ich, doch, habe ich einen gesehen, der ist weiß, habe ich einen gesehen, der ist auch weiß, noch einer ist noch weiß und so weiter. Und jetzt kommt eine ganz gefährliche Geschichte. Ich sage, alle Schwäne sind immer weiß. Und dann sagt der Popper, naja, wenn ich Glück habe, dann kann ich eine Plausibilität machen, dass das stimmt. Aber eigentlich kann ich keine 100% erreichen. Ich weiß nicht, ob ich jemals alle Schwäne sehen kann. Aber wenn ich einen finde, der nicht weiß ist, ist die Theorie weg, die Hypothese weg. Also einen muss ich finden, das reicht. Deswegen der schwarze Schwan. So, das heißt, wenn ich etwas zeigen kann, dass es nicht ist, eindeutig, dann ist die Hypothese zu verändern. Aber ich kann keine 100% in den Wissenschaften bekommen. Ich kann gut sein. Und so gut, dass die Leute sagen, die werden recht haben. Aber
So, jetzt noch ein Punkt. Konvergenz. In den Wissenschaften, speziell auch in der Geologie, gibt es immer wieder das Phänomen, dass ganz unterschiedliche Prozesse zu ähnlichen Erscheinungen führen können. Und Sie können nicht, wenn Sie das Gestein so und so haben, eindeutig zurückverfolgen, dass der Prozess dazu geführt hat. Das heißt, beide könnten dazu geführt haben. So zum Beispiel könnte ein Loch entstanden sein, ja, durch den Gletscher. Oder aber auch durch einen anderen Prozess. Jetzt muss man gucken, wie wählt man das aus, wie kann man das aussehen. Konvergenz. Und das ist hier auch der Fall, zum Beispiel, wenn ich Material habe, das man heute auch in der Industrie herstellen kann, aber vielleicht nur in dem Zeitraum von 1960 bis 1970 hergestellt hat, ja, das aber auch in der Naturform kommen kann. Und jetzt muss man gucken, kann man es unterscheiden. Manchmal kann man das nicht ganz eindeutig machen, sondern 50-50. So. Und jetzt geht es los mit ein paar Punkten, die uns immer so vorgebracht werden. Und zwar ist das Forschungsteam ein Club von Hobbyforschern. Naja, wenn man das lange genug hört, dann hat man den Eindruck, ja, dass irgendwo die nicht mehr so richtig denken können. Hier wird also das erwähnt, zum Beispiel vom Herrn Heinlein, auch einer von unseren Kritikern, der sich im letzten Jahr hervorragend da aufgetan hat. Das Interessante ist, hier sehen Sie beispielsweise, er sagt, original aus seiner Arbeit, seit etlichen Jahren verbreiten Mitglieder des von Hobbyforschern gegründeten Kinder Impact Research Teams durch Internetauftritte und so weiter diese Hypothese. Das CIRT wurde von Fachwissenschaftlern und Amateuren Ende 2004 gegründet. Also die Aussage stimmt ganz einfach nicht. Und außerdem steckt da was ganz Verrücktes drin. Gerade Amateure, Hobby als Abwerten, Amateure haben in der Astronomie und der Archäologie Entscheidendes gemacht. Ohne Amateure wäre vieles überhaupt nicht. Und Astronomie arbeiten Amateure bevorzugt mit Fachwissenschaftlern zusammen. Sie werden sogar aufgerufen, ihre Arbeiten zu machen. Und heutzutage, wo der Amateur technische Mittel haben kann, die manch ein Institut nicht hat, fragt man sich eigentlich, was dieser Unterschied soll. Also, das ist nicht der Fall. Und Sie sehen, was wir sind. Also wenn das alles Amateure sind, dann muss ich schon wechseln. Das ist im Augenblick die Zusammensetzung unseres Forscherteams. Es wird mehr und mehr. Wir haben zum Beispiel jetzt auch den Dr. Zacharias mit dort drin, die diese OSL-Datierungen machen. Und aus ganz verschiedenartigen Gebieten, Sie sehen Carl Zeiss Oberkoch, Mineralogie, der Dr. Bauer, Oxford Instruments, Elektronenmikroskopie und noch ein paar andere Forschungsgeschichten. Und Sie sehen, wir sind komplett interdisziplinär. Was nicht einfach ist, alle zusammenzubringen, denn auch unter uns gibt es Fachsprachen und das ist ja das Tolle, wir müssen uns gegenseitig übersetzen. Ja, damit wir verstehen, was der andere meint. Und das bedeutet ein beständiger Austausch, was ungeheuer kreativ ist. Also das sind wir und das sind die Heimatforscher und Amateurarchäologen, aber die haben so viel Professionalität, dass sie sich überhaupt nicht verstecken müssen von hier. Titel ist nicht unbedingt wichtig, wenn man Methodik hat, wenn man wissenschaftlich arbeiten kann. So, jetzt kommen die Angriffe. Sie brauchen das nicht im Detail lesen, geht auch gar nicht, das machen wir dann Stück für Stück, nicht alles. Ich konzentriere mich auf ein paar Punkte, deswegen überspringe ich auch sicherlich ein bisschen was, damit es nicht zu lang wird. Ich will einfach, dass Sie sozusagen, wie auch Philosoph, gut ins Denken kommen und dann selber eine Entscheidung treffen oder eine Plausibilität sich überlegen. So, das Ganze wurde in einem Buch, kleine Bändchen, Wanderungen durch die Erdgeschichte heißt es, veröffentlicht von Dr. Dager. 11 Seiten hat er uns gewidmet, wir sind wichtig. Merkt man schon an der Seitenzahl. Und er hat dann zusammengeführt, was alles nicht ist. Summa nichts. Nicht so. Jetzt sage ich Ihnen, wie wir argumentieren. Und Sie können dann selber entscheiden, was Sie davon halten. Also kein Tückensee, kein Kometenkrater, kein Impactkrater. Übrigens, das ist auch ganz interessant. Kein Kometenkrater. Wir haben in den verschiedenen Schriften nie direkt gesagt, dass es nur ein Komet sein könnte. Wir haben immer gesagt, es könnte auch ein sogenannter unterdichter Körper sein, vergessen Sie es gleich, ein Stück eines Asteroiden. Es muss nicht unbedingt ein Komet sein. Aber die Medien machen gerne, der Komet ist viel interessanter als so ein blöder Asteroid. Ja. Der Effekt ist der gleiche nachher unten, ja, oder annähernd der gleiche. Es tut doch was als Ursache, als Verursachung. Aber das klingt natürlich besser. Also kurzum, wir haben das offen gehalten. So, jetzt kommt's. Definition, erinnern Sie sich an vorhin.
über Definition sagt, Mensch, dann streiten wir uns. Und es gibt Kriterien für einen Impact, die sind von der Wissenschaftsgemeinde, in Anführungszeichen, also von den Wissenschaftlern, mit Stand heute festgelegt worden. Und darunter gibt es ein paar, die sind ganz eindeutig, und ein paar, die sind nicht schlecht, aber die reichen nicht aus. So, zunächst einmal kann man gucken, morphologisch heißt Gestalt von dem Krater. Geologisch, klar, was, wie schaut das aus, Gesteine und so. Geophysikalisch, ja, kann man massenmagnetfeldmäßig sehen, beispielsweise. Oder mineralogisch, petrographisch, was ist denn in den Gestein drin? Geochemisch ganz ähnlich. Das kann man für die, als Basis, als Grundlage für die Beurteilung eines meteoritischen Kraters hernehmen. Und einige dieser Kriterien, ganz wenige, gelten eindeutig als Beweis, Beleg, um es ganz genau zu sagen, in der modernen Naturwissenschaft gibt es keine Beweise, gibt es nur Mathematik, als ein Beleg eindeutig für einen Impact. So. Das heißt also, wenn man zum Beispiel irgendwo im Gelände kartiert, Gesteine aufnimmt und stellt fest, dass man hier basaltische Gesteine hat, dann schließt man uns geneigt dazu, Vulkanismus anzunehmen. Und wenn man Schockgesteine hat, geschockte Gesteine, ich sage gleich, wie das auskommt, also viel mit der Druck reingegangen ist, die da verändert worden sind, dann ist man geneigt, die Hypothese, erinnern Sie sich an vorhin, aufzustellen, dass in der Nähe ein Impaktereignis stattgefunden hat. So. Aber jetzt kommt's. Es gibt für einen Impakt zwingende und weniger zwingende Kriterien. Und die, wir sind da ganz deutlich, die sind aufgestellt worden. Da ist gar keine Frage in der Wissenschaft. Wenn man die zwingenden Kriterien, wo ich das nachher sage, bestreitet, dann sind von den 140 oder noch mehr akzeptierten Meteoritenkratern fast gar keiner mehr da auf der Welt. Also entweder ja oder nein. Und wenn ja, dann müssen wir gucken, ob wir solche haben. So, ich gehe das nicht im Detail durch. Hier kann man machen, kann man sagen, was alles dazugehört. So, interessant für uns ist das. Es besteht also ein gegenseitiges Einvernehmen in der Wissenschaftsgemeinde, dass Schockeffekte, also da ist ein ungeheurer Druck in die Gesteine reingegangen, Schockwellen reingegangen, und dafür gibt es 5 verschiedene Etappen sozusagen, wie stark die geschockt sind, dass die eindeutig ein Kennzeichen für einen Impact sind. Dann Shattercones, das sind Steinveränderungen, wo man also so Fließstrukturen drauf sehen kann. Dann Meteoriten, wenn ich so ein Ding habe, so ein Stück, ne? Und wenn jemand geguckt hat, war wahrscheinlich das letzte Mal, dass er geguckt hat, aber okay. Direkte Beobachtung, ne? Tunguska. So, jedes für sich allein genommen ist Bestätigung für einen Impact. Ich brauche nicht alle, ich brauche nur eines davon. Verstehen Sie? Nur eines. Und dann ist eindeutig ein Impact. Am besten aber brauche ich dieses eine an verschiedensten Orten. Ja, sonst könnte man ja sagen, naja, da zufälligerweise. So, das ist also der Punkt. Jedes für sich allein genommen ist das. Wenn ich jetzt noch mehrere davon belegen kann, umso besser. Jetzt schreibt zum Beispiel Herr Heinlein, der ist selber bei der DLR für das Feuerkugelnetz verantwortlich, er schreibt genau das von den akkreditierten Impaktforschern und ganz eindeutige Kriterien und so weiter aufgebaut. Das sind nämlich genau die ich gemacht habe. Leider hat das ZIT keinen einzigen Beweis geliefert, der einer kritischen Prüfung und so weiter standhält. Im Kinga wurden weder Meteorite noch Impaktschmelzen gefunden. Und auch keine impaktdiagnostischen, das sind die Schockgesteine, planare Deformationsstruktur. Das behauptet er in seinem Artikel im letzten Jahr, im August. So, und es ist eigentlich völlig unverzeihlich, denn wir haben diese Dinge auf unserer Internetseite gleich am Anfang aufgeführt. Entweder nicht reingeguckt, oder kann ich lesen, was auch immer. Jedenfalls, er hat es nicht angeguckt. Jetzt kommt es. Das sind die Kriterien und die roten herausgehobenen Punkte sind es, die zu tun haben mit den zwingenden Impaktkriterien. Die anderen sind Beiwerk. Wenn Sie die haben, ist nett. Wenn Sie die nicht haben, macht es auch nichts. Aber die helfen Ihnen nicht viel weiter. Also, Reste des Meteoriten. Ich werde gleich zeigen, dass wir wahrscheinlich ein bisschen was haben, aber es ist nicht ganz sicher. Shattercones, die haben wir nicht, weil unser Gebilde zu klein ist dafür. Das ist nicht zu erwarten. Müssen wir nicht. Schockmetamorphose, ja, die haben eine Hülle und Fülle um den Tütensee und im nördlichen Gebiet. Ich zeige Ihnen gleich, was da ist. Also genau das, was federführend ist für die Diagnostik, also für das Bestätigen eines Impacts,
haben wir in Hülle und Fülle. So, dann kommt hier unten noch die Beobachtung. Ja, nun gut, wenn das ja 3000 Jahre alt ist oder 2500, dann werden jetzt keine mehr die Hand schütteln können. Wir können aber vielleicht indirekt etwas entnehmen. Da ist unsere Hypothese, unser Vorschlag, was jetzt auch in den Titeln veröffentlicht wird, dass der Mythos von Phaethon recht gut das wiedergeben könnte. Das ist nicht 100%, das ist ein Vorschlag, der sehr plausibel ist. Da braucht man eine geisteswissenschaftliche Methodik dazu, um das dann zu machen. So, also, und die anderen Dinge, Anomalien, magnetische zum Beispiel, oder bestimmte geologische Kennzeichen, oder moderate Schockeffekte, die kann zum auch durch das Gebirge selber kommen, ja, wenn Gebirge in der Nähe ist, oder zum Beispiel, dass wir Nanodiamanten haben oder so, die haben wir auch, ja, aber die sind nicht eindeutig. So. Jetzt, wie macht man das? Das Allerwichtigste war also, das Kriterium zu finden, Schock. Und das macht man eben nicht dilettantisch, wir sind ja keine Scharlatane, sondern mit Mikroskop, mit großen Geräten auch, und schaut da rein, was ist im Gestein zu finden. Nicht irgendwie drüber laufen, sondern reingucken ins Gestein. So, und jetzt kommt der Einzelfall. Dr. Dager und andere behaupten, Schockdeformation, klar, bis jetzt nicht nachgewiesen, alle vorgelegten Befunde sind allgemein geologisch erklärbar. Bon. Was ist allgemein geologisch? Was heißt das? Ja. Wir haben Sachverhalt in allen erdenklichen Formen, PDFs und noch etwas Besonderes. PDFs sind diese Schockformen und dann gibt es sogenannte diaplektische Gläser. Da ist der Druck noch höher. Ja. Sie müssen sich vorstellen, man hat, je nachdem wie der Druck reingeht, geringeren Druck. Da kann man nicht genau sagen, könnte auch durch Gebirgstätigkeit ja, passieren. Dann gibt es eine Druckskala, das geht nicht mehr mit irdischen Prozessen, das geht mit einem Impact. Und dann gibt es eine Druckskala drüber, das geht nur mit einem Impact, sogenanntes diaplektisches Glas. Und dann gibt es noch eine Skala drüber, Shatterkopf, die haben wir nicht, weil wir zu klein sind. Und dann gibt es noch eine Skala, da sagt man, da ist alles kaputt. So, wir haben zwei von diesen Punkten, also PDFs und diaplektische Gläser, das sind sehr hohe Drücke, die da auftauchen. Und was allgemein geologisch ist, wissen wir nicht. Steht nirgendwo, steht auch nicht da, was es heißt. Jetzt zeige ich, was wir haben. Wir haben zum Beispiel hier in dem Krater 004 bei Emmerting, und das ist ein Krater, der nicht mehr im eiszeitlichen Gebiet liegt. Und da ist der Eis nicht hingekommen. Und in diesem Krater haben wir genau diese Schocklamellen. Schock und Impact. Wir haben das auch am Tütensee. Und wir haben das in vielen, vielen Schürfen um den Tütensee herum. Wir haben übrigens auch Hinweise in der archäologischen Grabung in Stötter. Das heißt, da sind die Dinge da. Und übrigens, eines dieser Bilder jetzt wird in dem veröffentlichten Artikel der Antiquity drin sein. So, das ist Schock, auch dargestellt in Stötter, in der archäologischen, dieser Katastrophenschicht. Wo der Archäologe sagt, und auch der Dr. Dager, das ist ganz normal durch den Menschen verfüllte Schichten. Wir werden es nachher noch gleich sehen. Da finden wir auch Deformationsstrukturen da drin, nämlich solche Schocklamellen, geschockter Sandstein. Auch das ist noch. Dann kann man noch einige Verbiegungen des Gesteins finden, ganz verrückte Dinge, die man schwer durch andere Dinge erklären kann, als durch tektonische, durch gebirgsbildende Veränderungen. Zum Beispiel, das ist sehr schwierig zu erklären, dieser Spalt da drin. Ja? Wir wissen, dass da die Schockwelle durchgeht und das Gestein wird, die Schockwelle geht durch, das Gestein wird auseinandergerissen sozusagen. Ja? So. Da ist die Form des Gesteines wichtig. Diese anderen Dinge sind auffallend, ja? Aber das ist Beiwerk sozusagen. Das ist gut, wenn man es hat, aber es ist nicht ein komplettes Indiz dafür, dass wir den Impact haben. Es sagt nur, aha, passt sehr gut zu anderen Dingen. So, wir haben hier Behauptungen und Antworten zusammengestellt. Kollege Dager behauptet, dass die Sachen sozusagen alle aus den Gebirgen stammen. Nun muss man sich überlegen, dass diese Dinge so nicht dahergerollt sind, sondern an Ort und Stelle verändert wurden. Dann haben wir Schmelzen. Auch da hat der Heinlein ja vorhin erzählt, die gäbe es gar nicht. Wir haben Impaktschmelzen und wir haben Belege im Gestein. Und gerade eben war dieses eine Gestein hier vorne, nicht? Das ist genau das, nämlich hier ein leichtes Schwimmstein, nennen wir das. Ja? Und wenn man in einige dieser Steine reinguckt, dann sieht man dort den Hinweis auf die
diaplektische Gläser, also noch mehr Schock als in den anderen Gesteinen. Das haben wir da und wir schneiden die Gesteine auf, wir machen Analysen davon. Also das, denke ich, ist klare Wissenschaft. Dann gibt es kleinere Dinge in anderen Kratern. Ich bringe das nur deswegen rein, weil wir natürlich auch andere Krater uns angucken. Zum Beispiel hier den 011er, das ist auch im Altöttinger Gebiet, da gibt es sogenannte Striebungen und Polituren. Das sind zusätzliche Informationen, dass das nicht etwas ist, was hier vom Gletscher gemacht worden wäre, der auch übrigens da gar nicht hingekommen ist, weil auch das nicht im Gebiet des Gletschers ist. Keine Gletscher. Sie sehen das nochmal hier, das Argument, dass immer kommt, alles durch den Gletscher, nein. Denn unser Gebiet ist so groß, dass wir nur einen Teil haben, der dem Gletscher ausgesetzt war, wo man Moränen findet und so weiter, und der andere Teil nicht. Und in dem Teil haben wir die gleichen Phänomene wie in diesem Teil. Und übrigens auch, was nachher das Eisensilizit betrifft, wir haben das hier und hier. Also das sagt uns doch ganz deutlich, sehen wir es hier, das sind noch einmal die Schockformationen hier und das sind die Schockformationen hier. Völlig unterschiedlichen Gebiet sozusagen, aber gleiche Wirkung. Dann haben wir noch etwas, was völlig unter den Tisch fällt, weil nämlich unsere Kritiker das nicht erklären können. Da gibt es keine Idee dazu. Und zwar kann man mit Messungen des Gravitationsfeldes, also unseres Erdanziehungsfeldes, herausbekommen, wie das hier mit dem Tütensee genauer ist. Und dabei stellt man fest, dass unter dem Tütenseewall, dass hier eine Verdichtung der Gesteine ist. Das erachtet man nicht. Das ist bei einem Toteisloch nicht der Fall. Und diese Verdichtung der Gesteine, jetzt kommt das wieder, wir stellen eine Hypothese auf. Die Hypothese heißt, da war ein Impact. Der Impact hat kräftigen Schock ausgeübt, der hat auch Wärme, Hitze gegeben. Und diese Verdichtung, die kann man über einen solchen Impact erklären. Denn man muss sich vorstellen, dass in dem Umfeld des Tütensees, das heißt, er war noch nicht da, wir haben hier den Chiemsee, wir haben hier ein wassergesättigtes Terrain. Und in diesem wassergesättigten Terrain, wenn der Druck kommt, dann presst das Wasser raus. Und das führt dazu, das kommt an anderen Stellen wieder hoch. Ne? Zum Beispiel, wenn Löcher irgendwo auftauchen, kommt es hoch, die Brunnen. Und auf der anderen Seite wird das Material zusammengepresst. Und das ist exakt das, was man mit Hilfe einer solchen Analyse, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, mit einem Gravimeter, messen kann. Das kann man nicht erklären mit der Vorstellung, dass ein ganz großer Gletscher das erzeugt hätte. Der Gletscher, da würden wir lange steigen. Sehr. So, also was haben wir? Wir haben Schockwirkungen, extreme Drücke, Temperaturen, ja, und so weiter. In all den ganzen Bereichen, wir haben diese Schockmetamorphose in den Mineralien, wir haben Kraterbilder mit Auswurfmassen, wir finden also alles im Chiemgau Kraterstreufeld und das hat dazu geführt, dass unser Streufeld in einer internationalen Datenbank, einer von mehreren, nicht alle haben das, aber in dieser Datenbank gleichberechtigt mit dem Nördlinger Ries aufgeführt worden ist. Ich könnte jetzt aufhören und sagen, das ist es, fertig. Da steht es, da ist es. Aber das machen wir nicht. Wir gehen, weil wir uns mit Kritikern auseinandersetzen, auch wenn es mühsam ist, noch auf ein paar Dinge ein. Kraterform. Behauptung von Herrn Lager, die wenigsten Vertiefungen im Streufeld haben einen Kraterwall. Der Tütensee-Kraterwall besteht aus Kies, der von Wasser abgelagert worden ist. Nein, das ist falsch. Denn wir haben nur Krater mit ausgeprägtem Ringwall, das kann mehr oder weniger stark sein, in unsere Fundliste aufgenommen. Von vornherein natürlich alle rausgenommen, die keinen solchen Ringwall haben. Dass der Tütensee keinen vollständigen Ringwall hat, hat damit zu tun, dass er mal einen hatte, aber die durch Brechungen künstlich sind. Das ist der Punkt. Also die haben wir rausgenommen, genau die haben wir rausgenommen, bewusst. Und im Tütenseewall findet man ganz scharfkantig deformierte, zerrissene und zerquetschte Gerölle. Das macht kein Gletscher. Der Gletscher rundet die Gerölle ab. Ja, das findet man dort. So, jetzt sieht man etwas ganz Interessantes, das ist auch aus Lager genommen. Die Grundlage der Kometenhypothese ist die Existenz vieler Bodensenken im Raum zwischen Altötting und Rosenheim. Ganz interessant, wir haben nie von Rosenheim gesprochen, wir haben von Altötting und Traunstein gesprochen. Weil Rosenheim liegt außerhalb des Feldes. Wir haben da nichts gefunden, bislang. Wir sehen das. So, das etwa 100 Grad umfassende Streufeld des Kometen darstellen soll. Jetzt kommt unser Sachverhalt. Wir haben ja vorhin gesehen, die Gestalt der Krater ist nicht aussagekräftig für einen Impact. Das ist für uns nicht die Begründung.
sondern der Schock ist zum Beispiel so eine Begründung. Das steht auf unserer Webseite. Und umgekehrt können wir klar sagen, die Schockmetamorphose ist generell akzeptiert und die haben. Das spielt keine Grundlage. Obwohl es interessant und wichtig ist, hinzugucken. Natürlich. So, und jetzt wird es noch interessanter, weil nicht nur wir über das gearbeitet haben, sondern eine Gruppe anderer Wissenschaftler auch, nämlich die Wissenschaftler und den Dr. Rösler und den Dr. Hoffmann, schon vor Jahren. Und die haben zum Beispiel ein Abstract, so nennt man das, in der wissenschaftlichen Publikation herausgebracht. Ich habe noch einen Teil ausgenommen, Sie sehen, was da gerade alles dran gearbeitet hat. Und da steht da unten drin, ja, in South Bavaria, many small scale, also kleinere Krater, 15 bis 100 Meter Durchmesser, findet man dort und so fort. Und dann wird unten erzählt, da hat man eine dann ausgewertet, das ist nämlich dieser eine Krater, an dem wir auch sind, der 0,4er Krater, und da heißt es, durch extreme thermische Effekte ist das Ganze verursacht worden und da hat einen sehr gut entwickelten Kraterwall. Das haben nicht wir gemacht, das haben die anderen gemacht. Wir freuen uns, dass sie das gemacht haben, weil das ist das, was wir auch sehen. Aber warum kritisiert er hier nicht mit? Das hätte er in der Literatur ja sehen müssen. So, dann gibt es noch so ein paar interessante Dinge, dass nämlich eine Gruppe, auch eine andere Kollegengruppe und der Professor Fehr von München herum ebenfalls diese Löcher angeguckt hat und haben die drüber geschrieben und der Herr Dager schreibt jetzt hier, dass der Herr Fehr gesagt hätte, letztendlich, das seien keine Krater. Und dann heißt es hier, beweisen kann man es bis jetzt nicht. Das Fragezeichen im Titel bei dem Aufsatz von Herrn Fehr, die ZIRT, also das, was wir machen, das ZIRT, die besagten Senken, trotz dieses Kenntnisstandes weiterhin als Krater bezeichnet, Fehr regelmäßig selektiv und damit falsch zitiert, hat einen stark manipulativen Beigeschmack. Wow! Jetzt macht man Folgendes, wir haben diesen Artikel schon seit Jahren, wir kennen die Gruppe von Fehr, das schreibt Fehr. Und zwar, nachdem er den ganzen Artikel geschrieben hat, schreibt er Conclusions. And future work. Ich übersetze extra original genommen, damit Sie mir manipulieren nicht. Wir nehmen exakt den Text raus, wie er da war. Da steht es auch, wo man es findet. Da heißt es, die oben aufgeführte Diskussion, wobei er jeden Satz von Krater spricht, im ganzen Artikel spricht die Gruppe Fehr von Krater, indicate, also zeigt an, dass im Gebiet von Burghausen vermutlich ein großes Impaktkrater-Streufeld vorhanden ist. Schreibt Fehr. Da werden Sie jetzt glauben, nicht? Weitere Untersuchungen werden benötigt. Und dann soll man also magnetische Forschung machen, morphologische Forschung machen und so weiter, um die Evidenz, also um das Vorhandensein eines Impaktursprungs zu bestätigen, ist es wichtig, dass man es weiter ausgräbt und archäologische Untersuchungen macht und dass man auch die magnetischen Signaturen nimmt. Und ganz zuletzt heißt es, um dann entsprechend eine mögliche archäologische Gestaltung davon in den Kratern auch klarzustellen. Er redet dauernd vom Krater, bis zum Schluss. Also, wie gewählt wird und wie man arbeiten soll. So, jetzt kann man sich den Tütensee angucken. Auch hier kommt von Herrn Dager, gehe ich alles durch. Wir haben das, Sie sehen das auch ganz genau, peinlich angeguckt. Pro und Contra, ganz genau gesehen, was passiert. Der Wall hat eine ebene Oberfläche beim Tütensee, sagt Dager, und ist von ganz unterschiedlicher Ausdehnung, was beides nicht gerade typisch für einen Kraterwall ist. Das sind die Profile des Walls. Das manchmal, wo was eingeebnet ist, hat auch damit zu tun, dass die Römer da oben was aufgebaut haben. Da waren schon Menschen zugange und haben was getan. Er ist menschlich verändert worden. Aber wenn man die Profile anguckt, das ist ein Wall. Und man kann noch genauer sagen dann, das ist auch hier, untypisch ist auch der Verlauf des Walls, sagt Dager, er ist jetzt öfters durchbrochen oder verengt. Von einem Kraterwall kann also nicht die Rede sein. Der Baron von Frede hat uns gesagt, das Ganze war ein Kraterwall, künstlich durchbrochen, war also nicht so, wie es heute ausguckt. Und übrigens, das ist ein Krater, nämlich der Henbury-Meteoriteneinschlag in Australien. Und schauen Sie mal, wie wunderbar regelmäßig diese Halle ist. Füllt ihr den mit Wasser? Aber das ist Australien, da gibt es das nicht. So, dann gibt es noch etwas. Man merkt, dass die Geologie nicht so richtig funktioniert. Jedenfalls nicht, was der Herr Dager behauptet. Da heißt es, die Ablagerungen des Walls bestehen aus kiesigem Material, das Delta-Strukturen zeigt. Das muss ich jetzt übersetzen. Das heißt, ich habe es selber lernen müssen, weil das nicht mein Fachgebiet ist, aber ich versuche Ihnen das darzustellen. Das heißt, da ist er ernst und sagt ganz deutlich, Delta-Schüttungen entstehen bei großen Flussmündungen und dann kann nämlich die nachlassende Fließung das Material ablagern entsprechend. Und dann sagt er natürlich ganz interessant, wir möchten ganz gerne von Herrn Dr. Dager wissen, wo die Flussmündung da ist und wo das Delta ist, das ist ablagert beim Tütensee.
Wer das weiß, kann es uns sagen. Wir sehen es nicht. So, der nächste Punkt, Toteisloch. Jetzt wird es ganz spannend. Mit der Toteishypothese kann man nämlich alles erschlagen, man muss aber wissen, was gemeint ist. Was ist denn überhaupt ein Toteisloch? Da haben wir ein Eis, Gletscher, Vorstoß, ja, der Gletscher zieht sich zurück und dann bleibt Gletscher schon übrig und dann bleibt so ein paar Relikte vom Gletscher übrig, nicht? Eis, das da nicht mehr abschmilzt, wird überdeckt, dann schmilzt es stückweise ab und wir kriegen dann entsprechende Kuhlen, manchmal auch mit einem See gefüllt. Das ist die Argumentation. Toteisloch. Und dann kann es natürlich unsere geben, wir meinen das nicht, dass das nicht der Fall ist, sondern sagen, wir haben solche Schockdeformationen, wir haben viele andere Dinge, die das belegen könnten, aber primär Schockdeformation, das reicht da aus, und sagen, das ist ein impactgeschlagenes Gebilde. Jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, ich entnehme das aus einer Arbeit, leider auch Englisch hier, aber ich entnehme das aus einer Arbeit von Herrn Martin, 2007 veröffentlicht, er hat sich nämlich damit beschäftigt, und zwar zu den für die Eiszeit-Glaziologie, also für die Frage, wie die Gletscher sich da ausgebreitet haben, wichtigen kleinen Hohlformen, ja, und zur Entstehung der Sölle, das ist was ähnliches wie Toteisloch. Also kurzum, kann man rausbekommen, wann etwas ein Toteisloch ist? Nicht die Frage, wann etwas ein Impact ist, das wissen wir. Erinnern Sie sich? PDF, Schock. Aber wann weiß man, wann ein Toteisloch ist? Denn auch umgekehrt musste Herr Dark und andere sagen, dass der Tod, dass das Tütensee ein Toteisloch ist. Er muss es begründen. Kann er das? Er kann es nicht. Man sieht nämlich hier, der Herr Prinz bemerkt, ja, dass es alle möglichen Löcher gibt und dann heißt es hier, no single explanation adequately accounts for all models in these different situations. Man weiß es einfach nicht. Und die Tatsache, dass in einem Gletschergebiet verschiedenartige Löcher sind, hat ja nicht die Konsequenz, dass jedes Loch dann ein Toteisloch ist. Sondern man muss belegen können, wann etwas ein Toteisloch ist. Und jetzt sage ich mal dazu, für ein Toteisloch gibt es keine Definition. Aber für ein Impact gibt es eine Definition. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was ein Toteisloch ist, dann kann ich keine richtige Antwort darauf geben. Wenn ich aber weiß, ob ich Schockphänomene habe, dann weiß ich, dass ein Impact da drin ist. Und jetzt können Sie selber entscheiden, warum wir sagen, es ist ein Impact und kein Toteisloch. So, man kann sich dann erklären, wie könnte man, haben wir uns auch überlegt, wie könnte man jetzt ein Toteisloch denn finden? Also wir machen das, was die anderen tun sollten. Das machen wir jetzt. Ja, wenn man den Rest vom Eis findet, wow, über 10.000 Jahre lang, nicht? Ein 10.000 Jahre altes Eis finden. Oder, da gibt es eine Kleinigkeit, wo man vielleicht eine Idee hätte, wenn sich etwas hier beispielsweise durch Nachsacken abschert, so etwas. So, und wir stellen fest, dass das hier nicht zu finden ist und das hier eigentlich auch nicht richtig aufzufinden ist. Das ist kein richtiger Hinweis. Das heißt, kurzum, man muss sagen, wenn ihr nicht erklären könnt, wie die Drücke zustande kommen, durch Toteislöcher, durch Eis, aber wir können das, dann ist es plausibler, von unserer Hypothese auszugehen, als von eurer. Was dann? So, warum ist der Tütensee mit Ringbad ein Meteoritenkrater? Wir haben extreme Hitze, lasiges Gestein, extreme Drücke, Deformation, sind alles vom Tütensee, Gesteinszertrümmerungen und diese Gravimetrie. Und was sagt die Kritiker dazu? Alle Schmelzgesteine kommen aus Brennöfen. Wo, wer, wie, alle? Denken Sie vorhin, Hypothese, alle, bringt mir den und den und den, aber es kann einer sein, der kommt nicht aus dem Schmelzofen. Denken Sie an den schwarzen Schwan. Ja? Also ein Allsatz geht nicht. Die Schockeffekte sind keine Schockeffekte. Warum? Belegt uns denn bitte das Eis 100 Kilometer hoch, wir können es ausrechnen, die Schockeffekte erzeugt, kann es nämlich nicht. Es ist zu viel sozusagen für sowas. Geht nicht. Dann sagt uns, wie die Schockeffekte anders zustande kommen. Und wenn es Ihnen gelingt, das zu sagen, dann haben wir alle in der Impaktforschung ein Problem. Dann sehen wir uns ganz Impakt gerade vielleicht gar keine. Aber es geht andersrum, nicht? Also, und schließlich, alle deformierten Gerölle kommen aus den Alpen. Die Zerbrechungen sind verheilt, die laufen also kaputt an, ja, und ja, wie auch immer. Und die Zerreißungen und Zerquetschungen, die bei den Gesteinen, wir haben die herausgeholt aus einer Schicht, übrigens, die können wir datieren. Die ist nicht eiszeitlich. Die ist 2500 Jahre aller frühestens sozusagen. 2500 vor, mindestens. So, das heißt also, wir können hier ganz deutlich sagen,
dass das am Ort entstanden ist. Und außerdem würden die kaputten Steine ja nicht so transportiert. Und schließlich die Frage der sogenannten bunten Brekzie. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Da kann man jetzt einiges mit dem, was man findet bei Dingeries verbinden. Interessant ist Folgendes. Wir hatten einen Professor hier, nicht für uns, sondern von einer anderen Fraktion sozusagen, der in Stötham sich die Sachen angeguckt hat und der felsenfest gesagt hat, das ist alles von Menschen verfüllt. Also die Schichten da drin sind von Menschen verfüllt. Dann, wir waren ja zugegen, dann haben wir ihn gefragt, und wo hat er denn diese komischen zerbrochenen Steine schon mal gesehen? Die Antwort, im Nördlinger Ries. Was ist jetzt das Nördlinger Ries? Ein Meteoritenkrater. Gut. So, also, was machen wir? Ganz vorsichtig. Wissenschaft heißt, Hypothesen gegeneinander abwägen. Wir wägen die Hypothese Toteisloch ab gegen die Hypothese Meteoritenkrater. Und wir stellen fest, nach der aufgestellten Definition erfüllt das die Hypothese Meteoritenkrater. Und jetzt erwarten wir, dass die Leute, die Hypothese Toteisloch sagen, uns das da drüben erklären. Wenn sie das können, okay. So, dann kommen solche Dinge. Was definiert ein Streufeld? Da heißt es, nur postuliert, wir postulieren das nur, mangels Kraterbeweis haltlos, sowie physikalisch nicht nachvollziehbar. Was ist ein Kraterbeweis? Wir wissen das nicht. Wir wissen Impact, ja. Nicht? Schock. Aber was ist Kraterbeweis? Und jetzt kommt eine ganz interessante Sache, nämlich man argumentiert häufig, Daga und Heinlein, so große Streufelder gibt es nicht. Jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen. Da kommen noch ein paar andere Kritiker, vor ein paar Jahren noch was gesagt. Und Sie sehen, wie schnell das geht, dass man nicht mehr richtig nachguckt. Also, Raimond, Professor Raimond und Dr. Kenkmann in Berlin, die immer wieder gerne auch kritisieren, haben in der Fernsehsendung am 17.10.2007 erzählt, Kraterstreufelder nach numerischer Simulation, also im Rechner, nicht hingeguckt in der Realität, im Rechner, niemals breiter als ein Kilometer. Kometen, Raimond, verdampfen komplett oder großen Teils, Krater mit 2 bis 10 Meter daher wohl kaum erzeugbar. Konduktiv, wohl kaum erzeugbar. Jetzt, aber, auch der Erdlein übrigens sagt in seinem neuen Artikel, Kieler Kraterfeld ist physikalisch unmöglich. Die Fläche von 30 mal 60 Kilometer sei zu groß, es dürften eigentlich nur einige wenige Quadratkilometer sein. Jetzt, was macht ein Wissenschaftler? Er schwätzt nicht, er sagt, habe ich was, wo das belegt ist? Ja, wir haben. Nummer 1, das sind wirklich kleine Streufelder, darum geht es nicht. Aber das da, das Streufeld vom Campo del Cielo, zwischen in Südamerika und Argentinien, besteht aus mindestens 22 kleineren Kratern, 5 bis 103 Meter Durchmesser und das Areal ist 19 Kilometer mal 13 Kilometer groß, wo die Krater drin sind und Meteoritenstücke geht bis 68 Kilometer weit raus. Also dieses da widerlegt, dass wir ein zu großes Feld haben. Aber es ist nicht so groß wie unseres. Aber jetzt, am Ende des Jahres 2009, kommt ein Artikel. Und zwar ein Artikel wieder aus Südamerika. Der handelt über das Kraterstreufeld von Vallada del Diablo in Patagonien, Argentinien. Dieses Kraterfeld misst wenigstens 27 Kilometer, 15 Kilometer. Es gibt 100 Krater dort drin, die haben Durchmesser von 60 und 350 Meter, bei einer Tiefe zwischen 30 und 50 Meter. Und die Autoren, die bringen genau den Entstehungsmechanismus, den wir auch hypothetisch vorgeschlagen haben, nämlich ein Konglomerat aus einem Asteroiden oder einem Kometen, besser noch ein Komet, sei runtergekommen. Und jetzt wird es natürlich ganz spannend, wenn man die Felder vergleicht, in der Größe, so in etwa. Das sind die kleinen, darüber reden unsere Kritiker. Das ist unseres. Das ist Campo del Cielo. Und das hier ist das neu entdeckte Kraterfeld. Also empirisch gibt es das. Und ganz ehrlich, Simulation im Computer? Manches Mal ja, manches Mal nein. So, und dieses kommt bei uns vor, denn in dem Artikel der Kollegen in einem sogenannten Peer-Reviewed Journal vorgetragen, findet man Kingau Impact aufgelistet unter den Streufeldern. Nein, was sind wir für Scharlatane? Okay. Und was sagen unsere Kollegen dort? Wieder Englisch, ich konnte nicht alles übersetzen, deswegen sagen sie, die große Zeit.
Anzahl der Krater, die Gestalt und die Existenz von orientierten Kraterauswürfen sozusagen geben ein starkes Argument und eine unzweifelhafte Evidenz für einen Impaktursprung. Die haben noch nicht einmal die Schockdinge gefunden, die wir haben, aber die sagen schon, ihr Feld ist ein Impaktfeld. Gut, dann geht es weiter. Es gibt noch Nickelteste da drin, auch wir haben Nickel in unserem Feld an einigen Punkten gefunden. Und dann heißt es hier, der Ursprung dieses Kraterfelds mag bezogen sein auf eine multiple Aufbrechen von einem Steinmeteoriten oder Asteroiden besser gesagt, oder einem Eisenasteroiden, der dann zuvor aufgebrochen ist, so ein zusammengesetzter Schrotthaufen sozusagen. So, und sie bringen, dass er schräg reingegangen ist. Ziemlich genau die gleiche Geschichte, wie wir sie auch haben. Interessant, dass man sich bedankt, nicht in dem, aber in einem ähnlichen Artikel, bei Herrn Professor Reinhold für die Unterstützung. Den hatten wir ja schon gehabt. So, und in dem Artikel weiter heißt es, der Impaktor war ein Asteroid oder von diesem Rubble Pile, also Schutthaufen-Typus, und da heißt es, ja, es könnte auch ein kleiner Komet gewesen sein, und da wird genau erzählt, dass der in kleinere Bruchstücke zerfällt und so weiter. In einem Peer-Reviewed Journal gebracht, ziemlich genau wie unser Gebild. Was ist der Unterschied? So, und so könnt ihr das ausgucken, ich habe das schon häufig gesagt, deswegen will ich es weiter bringen. Das geht um so ein Streufeld herum. Und bei Tunguska auch, bei Tunguska wird davon ausgegangen, dass man ein solches breites Streufeld hat, das Objekt sich in mehrere Teile, es wird ein Komet angenommen, in mehrere Teile zerlegt hat und dieses breite Streufeld erzeugt hat. Übrigens, in Tunguska gibt es dieses kleine Bröckelchen, das vielleicht ein Rest ist. Ja? Aber eigentlich federführend sind PDFs, Schock in den Gestein. So, man kann sich das vorstellen, Asteroiden oder auch Stücke von Kometen, die schauen mittlerweile ähnlich aus, weil man festgestellt hat, dass es da Übergänge gibt. Das ist nicht so schieben, wie man früher geglaubt hat. Und das kann man sich so vorstellen, es gibt solche, die sind fester, solche, die sind Schutthaufen, ja, und solche, die sind sehr porös, wo die Teilchen so nebeneinander herfliegen. Je nachdem passiert was auf der Erde. So, dann heißt es, außerirdisches Material ist bis jetzt nicht nachgewiesen. Deshalb soll der Impaktor ja ein Komet gewesen sein. Warum? Weil wir Material nicht nachgewiesen haben, nehmen wir an, es ist ein Komet. Wieso? Nein, es ist so, wir wissen noch nicht genau, ob das Material außerirdisch ist oder von dem Objekt erzeugt worden ist. Aber es gibt große Plausibilitäten, dass es das ist. Und das andere ist, wir denken auch daran, dass es ein locker gebundener Asteroid sein kann. Also nicht unbedingt nur ein Komet sein muss. Das sind aber ähnliche Körper, wie man mittlerweile weiß. Was hat man gefunden? Wir haben diese Dinge gefunden und im Gegensatz zu unseren Kritikern haben wir die Dinge aufgeschnitten und reingeguckt. Was ist da drin? In den Materialien. Wir haben dann diskutiert, nämlich kommt es aus der Industrie vor. Wo findet man das? Im Gebirge zum Beispiel, unter Bäumen. Und wir wissen, dass ein Teil des Materials, dieser Eisdilizide, dass man die industriell als Schmutzeffekte zwischen 1960 und 1970 finden kann. Aber nicht, weil man den Dünger damit versetzt hätte. Man findet es als Beiwerk. Das hat die Firma selber nicht gewusst. Und wir haben das analysiert, weil es uns interessiert hat. So, und jetzt haben wir die Frage gestellt, kommt es von woausen hier? Ja, und da haben uns dann Kritiker gesagt, Kometen tragen keine unbekannten Stoffe. Das war der Professor Gestern. Hat es auch überall gleich schon mal an den Bürgermeister weitergeschrieben, damit die es auch wissen. 2006. Aber ein Jahr später erzählen uns NASA-Mitarbeiter nach Stardust, ja, Kometenstaub scheint ein wirklicher Zoo von allen möglichen Dingen zu sein. Wir sehen alle erdenklichen Partikel, die an verschiedenen Orten gebildet worden sind, zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Konditionen. Und dann am 25.01.2001 heißt es, die letzte Analyse des Materials vom Kometen 81b Bild 2, die lässt einen vermuten, dass einige Kometen ziemlich asteroidenähnlich sind und umgekehrt. Und das ist also sozusagen eine komplette, wenn man so will, ein Hinweis auf Verschiebungen, ja, auf wechselseitiges Austauschen. Also kurzum, bestimmt nicht. Nach den neuesten Kenntnissen müssen wir davon ausgehen, dass da durchaus unbekannte Stoffe drauf sind und dass Asteroiden und Kometen ineinander übergehen können. Ja, und dann hat man einige der unbekannten Stoffe gefunden da drin, ziemlich viele, die man nicht erwartet hatte. Also genau was der Jesperger gesagt hat, da gibt es keine, ist widerlegt,
Man hat alle möglichen gefunden, die man nicht erwartet. So, und ja, dann schreiben unsere Kritiker, ganz langsam zum Schluss, Herr Heinlein beispielsweise, dass es kein Gestein gibt, das irgendwie verändert worden ist. Ja? Zum Beispiel hier mit den Impact-Gesteinen, dass es also in keinster Weise irgendwie ein anderes Gestein ist. Nun, 2004 wurde ein solcher Block, ein solcher Fels, ein solches Gestein, an einen der Impact-Experten, den Professor Köberl in Wien geschickt. Und das war noch bevor sich das ZIRP gebildet hatte. Und der Herr Köberl, ich habe das E-Mail, wir haben das alles, um das auch gut belegen zu können, der schreibt dann, die Proben habe ich bekommen, angesehen. Das ist ein Gneis. Allerdings die Verglasung ist seltsam. Das kann mit Laken feuern oder auch mit tektonischen Verschiebungen zu tun haben. Aber ganz klar ist die Probe ein Gneis. Wenn Sie wollen, können wir die Gneisprobe noch etwas näher ansehen. Das heißt, ein Stück für eine Mikrosondenuntersuchung abnehmen. Das würde aber noch dauern, ich bin mir nicht sicher, dass es uns mehr sagen wird, als dass es sich um Glas handelt. Die Natur des Schmelzvorgangs kann man so ja leider nicht beleuchten. Und nicht aufgeschnitten. Der ist dann Papierkorb geworden. Aufschneiden, reingucken, analysieren. Das würde man erwarten. So, jetzt sagt der Heinlein, dass wir metallische Proben, die wir analysiert haben, dass hier keine Rendite zu finden war. Ganz am Anfang, bevor wir uns gegründet haben, sind einige Proben an ihn gegangen und sollten untersucht werden. Und man hat dann da reingeguckt und hat festgestellt, angeblich, dass hier kein Nickel drin ist. Nun, eine Probe ist keine Probe. So, wir haben beispielsweise in unseren Proben hier, wo auch die alten Silizide drin sind, ungefähr 1% Nickel gefunden. Und die sind verwandt mit der spezifischen Art von Meteoriten, mit sogenannten, mit einem Sysit. Ja, und da kommt das entsprechend vor. Also das gibt es tatsächlich. Und da sind wir im Augenblick noch in der Arbeit. Und die Arbeit ist ganz spannend, weil man sieht, dass doch tatsächlich etwas darauf hinweist, dass was von oben gekommen ist. Übrigens, diese Materialien sind gefunden worden, nicht an einem Ort, sondern an verschiedenen Orten. Das ist ganz wichtig. Und sie sind in Schichten gefunden worden, die nicht oberflächlich nur sind, sondern hat sie wirklich ergraben müssen auch. Das bedeutet auch, die haben ein durchaus größeres Alter. So, jetzt kommt natürlich die Frage, was ist das? Und da haben wir genauer angeguckt. Man sieht solche Meteoriten, in denen Eisensilizide drin sind. Da kann man sowas sehen. Und hier haben wir das verglichen, das sind drei dieser Meteoritenstücke. Und unser Chiemgau, Gupin, ja, das ist dieses spezielle Material, das ist das Dunkle hier, das steht da neben dran. Und diese Bezeichnung hier, die sagt, sozusagen den Spielraum bezeichnet. Wenn man das anguckt, dann stellt man fest, dass das Chiemgau-Material sich einordnen lässt zwischen diesen beiden anderen Meteoriten. Der eine ist in der Antarktis gefunden worden, an einer anderen Stelle. Das heißt also, wir haben das. Und wir sind dabei, im Augenblick das genauer anzugucken, was noch alles da drin ist. Ich verrate einfach mal, da sind Dinge drin, die haben mit sehr hohen Drücken zu tun, mit hohen Temperaturen. Solche, die man nicht unbedingt im Industrieofen herstellen möchte. So, das überspringe ich mal. Wir arbeiten mit modernsten Techniken. Carl Zeiss habe ich eh schon erwähnt. Wir schauen also ins Kleinste hinein. Wir sehen übrigens Mikrokrater in den Proben drin. Auch ganz interessant. Wir haben hier Moissanit gefunden. Das ist kubisches Siliziumkarbid. Ich will nur damit sagen, das ist zum Beispiel etwas, was man gerne in extraterrestrischem Material findet. Da sind wir so noch nicht ganz durch. Aber diese Form, es gibt viele Formen von diesem Siliziumkarbid, aber nur eine solche. Und diese Form haben wir, Moissanit. So, und jetzt kommt noch was, das haben nicht wir gesagt, sondern Dr. Reimacher. Dr. Reimacher hat nämlich eine Untersuchung gemacht, ganz am Anfang, Bienenmonitor. Und er hat es veröffentlicht, und zwar in einer Umweltzeitschrift, sozusagen Verschmutzung. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass verdammt viel Nickel da irgendwo drin ist und Aluminium. Und jetzt sagt der Herr Dr. Reimacher 2005, erstens sagt er, ganz ehrlich, es gab eine Gruppe von Amateuren, hier a Group of Amateur Archaeologists, ja, haben das herausgefunden, 2002, metallische Partikel, 30, damals noch 30 kraterähnliche Strukturen. Magnetische Messungen, die Gruppe von Hoffmann, zeigt, dass es da Magnetismus besonderer Art, ja, in 10 bis 30 cm im Boden gibt. Und dann schreibt er, diese Konzentration von Aluminium und Nickel, ja, die sind also eine sehr, sehr hohe Verbindung, Aluminium und Nickel ist sehr, sehr stark zusammengeführt. Und jetzt kommt das eigentlich Wichtige, er schreibt nämlich, dass man auch da in dieser magnetischen Fraktion des Bodens große Mengen von so
kugelförmigen Eisenoxid findet. Das hat der Hoffmann herausgebracht. Und die sind sehr wahrscheinlich durch hohe Temperaturen, hohe Temperaturprozesse erzeugt worden. Und dann geht es weiter mit den verschiedenen kraterähnlichen Strukturen. Und er kommt zu dem Schluss, dass das hier eine Charakterisierung eines möglichen Impaktfeldes ist. Und sagt sogar noch ein Alter, denn die haben selber ein bisschen Altermessungen gemacht, die sie allerdings nicht weiter veröffentlicht haben, und sagt 2000 bis 3000 Jahre zurück. Das sagt er, nicht wir. Zu den Eisensiliziden. Und dann kommt noch was zum Alter, was nicht durch. Die Eisensiliziden. Zuerst mal gab es in der mineralogischen Datenbank, die weltweit diese Stoffe sammelt, nur zwei Orte, an denen solche Eisensiliziden gefunden wurden. Nachdem wir was veröffentlicht haben, entdecken plötzlich andere Leute mehr solche Sachen. Und auch in der Datenbank drin. Auch ganz interessant. Und wir werden zitiert in dieser Datenbank mit unseren Forschungen. So, man hatte zum Beispiel ein solches Eisensilizid in China entdeckt. Beim Yan Shan Meteoriten, so ist das ein bisschen bekannt. Das war schon vor ein paar Jahren bekannt. Dann hat man das entdeckt auf einem untermeerischen Tafelberg in ungefähr so 2400 Meter Tiefe. Unser Siphegit und Gupeit, diese speziellen Eisensilizide. Und jetzt weiß man es auch noch in Afrika, hier, ja, hier, hier und so fort. Und wenn man das anguckt, ich habe die Sachen mal hier zusammengelistet, dann fällt einem etwas irgendwie auf. Von all den natürlichen Vorkommen sind ganz wenig von Eisensiliziden dieser Art. Kommt das in einem Meteoriten vor? Das nicht. Das weiß man nicht genau. Das weiß man hier auch nicht. Da auch nicht. Aber da. Meteorit, 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 Meteorit. Es ist also plausibel, wenn man das ausrechnet, hat man eine größere Zahl für meteoritischen Ursprung und bei den anderen weiß man es bislang nicht genau. Das heißt, das sind so Materialien von den Fällen, das ist von dem unterseeischen Tafelberg, nicht einfach zu kriegen, Russland ist ausgegraben, da ist unser Xiphon, und bin genauso drin. So, und dann kommt etwas ganz Interessantes und das gebe ich zu bedenken, weil es immer heißt, es kommt aus der Industrie, es sind große Mengen mit dem Dünger ausgebreitet worden. Wobei es so hart ist, dass die Bauer fluchen, wenn das in die Maschinen reinkommt, ja, weil das Maschinen kaputt ist. So, aber jetzt kommt eine interessante Sache. Kollegen, nicht wir, haben in dem Krater 004, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, also diesen Krater, der sehr aufgeheizt worden ist, wo bei der Magnetik was nicht so ganz hinhaut und so, in diesem Krater in Altöttinger Gebiet, wo nicht die Eiszeit hingekommen ist, haben die in den Schmelzgestein, also in der Schmelze drumherum, Eisensilizide gefunden und Nanodiamanten. Die, nicht wir. Und die beschreiben, dass in dem Artikel, wir müssen es lesen, aber da ist der Artikel drin, kann man nicht lesen. Und die beschreiben, dass das nicht industriell ist. Die, nicht wir. Die schreiben in einem weiteren Artikel, dass sie aber nicht so ganz genau wissen, woher es entstanden ist. Es könnte irgendwie nicht mit da oben was zu tun haben, aber nachdem sie unsere Forschung kennen und das nicht so wollen, schreiben sie rein, ja, wir bräuchten aber Schock, um das zu belegen, dass es ein Impact ist. Und jetzt haben wir den Schock. Wir haben nämlich in dem gleichen Krater geschockte Gesteine gefunden. Das heißt, das ist aus unserer Sicht ein Impactkrater. Aus deren Sicht Hochenergie, hohe Drücke und die Eisensilizide sind da drin. Die Eisensilizide, die bei uns auch vorkommen. Wie macht denn die Industrie das, dass sie das da reinbringt? Kaum möglich. Jetzt kommt die Konvergenz von vorhin. Es passiert bei hohen Temperaturen in Elektroöfen, bei 3000 Grad und so, dass ganz kleines Material Siphegit entsteht. In Spuren, in ganz kleinen Spuren. Das haben wir selber, wie gesagt, nicht gewusst. Aber nicht auf dieser Fläche, nicht in dieser Menge, nicht in dieser Tiefe und schon gleich gar nicht im Schmelzgestein da drin. Und wäre das ein Gestein in einem Kaltbrennofen, dann hätten die Temperaturen erzeugen müssen, sodass die Eisensilizide in diese Glaskruste reingebracht hätten, das hätte nicht hingehauen. Übrigens, dieser Krater ist auch ein bisschen von einer dritten Gruppe gemessen worden, dass der ganz schnell auf 1500 Grad aufgeheizt worden ist. Also viel schneller als im Kalkeinrufen anfangen. So sollte eigentlich klar sein, dass diese Eisensilizide, das bespreche ich jetzt ein bisschen, dass diese Eisensilizide doch vermutlich woanders herkommen. Sie könnten auch durch den Druck, durch den Einregen des Impaktors erzeugt sein. Sie können aber auch vom Objekt selber kommen. Das müssen wir noch ganz genau herausfinden. Aber interessant ist, dass zum Beispiel bei der Raumsonde Stardust, bei der Vision zum Kometen Wild, in einem Track Zysit gefunden worden ist, also unser Eisensilizid, eines von diesen Eisensiliziden. Und da
diskutieren die Forscher im Augenblick darum, ob das erzeugt worden ist durch die große Geschwindigkeit der Sonde mit dem Detektormaterial, das ist Silizium da drin, oder ob es vom Kometen stammt. Die diskutieren genau das gleiche Problem wie wir, aber es kommt vor doch. Das ist schon mal ganz wichtig. So, und das, wie gesagt, haben wir bisher gefunden bei unseren Eisensiliziden, nämlich die ganze Palette. Das hier ist meist meteoritisch, das ist meist meteoritisch. Und seit neuestem haben wir wohl das, wir sind noch nicht ganz sicher, aber wenn wir das haben, ist es nur meteoritisch. Das ist ganz eindeutig. So, und da sind wir dran. Hapkeit nennt sich das, man hat es in einem Meteoriten gefunden, der vom Mond stammt. So, dann geht es so weiter. Ich mache es nicht mehr im Detail, aber Sie merken, wie es geht. Kohlenstoffkügelchen kommen weltweit vor, auch in jüngeren Schichten. Ja, klar. Ne? Aber welche, wo, was, wie sind die aufgebaut? Muss man sie halt auseinandernehmen. Da sind wir dran. Und wir wissen, dass der Kohlenstoff und auch der Sauerstoff, der da drin ist, nicht so ohne weiteres überall. Okay, man muss also analysieren. Ich gehe jetzt ein Stück weiter. So, das überspringe ich. Sie sehen, wir haben uns viel Mühe gemacht. Wir sind auf alles eingegangen. Das ist sozusagen für spätere Zeit da. Jetzt kommen wir noch zu der Frage Stötter und zur Frage des Alters. Zum Abschluss. Da haben wir die sogenannte Katastrophenschicht oder die Schicht, die wir als Schicht der Impaktkatastrophe ansehen. Das ist diese Schicht hier drin. Und die Archäologen und auch unsere anderen Kritiker, Lager und so weiter, sagen, eine normale Kiesschicht, eine ganz normale Lagerung, in ganz normaler Archäologie und vor allen Dingen noch verfüllt von Menschen. Anthropogen reingefüllt, also wir haben alles zusammengekarrt und dergleichen. So, wir haben aber, Sie haben es ja vorher schon gesehen, in dieser Schicht Hinweise auf sehr hohe Temperaturen, erhitzte Gesteine, stark erhitzte Goldklimmer, angeschmolzene Kieselkeile, Schock im Mineral. Das haben wir auch dokumentiert. Herr Neumeier hat das gemacht, im Bericht Stötthamm 2008. Also eigentlich könnte man das wissen, könnte man das nachvollziehen oder uns auch fragen oder mit uns zusammen das analysieren. Jetzt kommt Behauptung von Herrn Dager, die Katastrophenschicht wird von Zirn als Breckzier bezeichnet, aber es treten nur gerundete Gerölle auf. So, da kommt der Originaltext, ja, und dann erklärt er das auch noch. Interessant ist aber, dass da drin überhaupt gebrochene, kaputte Steine auftreten. Die gerundeten Gerölle sind sehr wenig. Und wenn man das Ganze analysiert, man kann das hier im Detail dann lesen, er weiß übrigens auch nicht ganz genau, dass die Fachbezeichnung dafür Diamantit ist, lass das mal weg, die ganze Geschichte, also ganz spezifische Art, wie das Gestein, also wie diese Konglomeration aufgebaut ist. Und das macht ganz deutlich, es ist eben nicht eiszeitlich. Und dafür gibt es Untersuchungen, die der Kollege Sudhaus gemacht hat mit seinen Studenten, der hat die Steinchen gesiebt, angeguckt, statistisch angeguckt und die Statistik zeigt, es ist nicht eiszeitlich. Jetzt könnte man noch überlegen, wir haben die Menschen drauf umgetreten, kaputt gemacht, damit es scharfkantig nicht, so irgendwie, könnte ja sein. Ja. So, und damit Sie sehen, wie wir arbeiten, das ist eine der Studien, ein Schnitt von Stötthamm, wie das aufgebaut ist, von Herrn Sudhaus und seinen Studenten, und auch mit Angabe, wo schon Datierungen sind, wobei noch nicht alle drauf sind. Wir analysieren das, das sind Dinge aus Stötthamm, Sie sehen, Glasverhüllen, Sie sehen, die Sachen sind zum Teil hier stark erhitzt, gequetscht, zerdrückt und so. Also die Römer müssen mächtig gearbeitet haben, ja, oder andere, je nachdem. Und noch einmal, wo findet man diese Ablagerungen? Frage an einen Professor hier aus Weihenstephan, der da gearbeitet hat in diesem Gebiet. Ja, in Nördlinger Ries, ja klar, nicht? Das ist ja das, was wir uns denken. So, also es ist keine normale Ablagerung, ganz klar. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Das ist natürlich die Schicht hier, die wir in Stötthamm gefunden haben. Aber durch Zufall, durch eine Oberflächengeothermiebohrung, einige hundert Meter, 350 Meter von Stötthamm entfernt, findet man die gleiche Schicht, 60 cm dick. Das sind aber keine archäologischen Relikte. Und ich möchte ganz gerne eine Begründung hören von den Kritikern, wie unsere Vorfahren und warum sie all das aufgefüllt haben bis dorthin, mit dieser Schicht. Gut, ich glaube, es spricht für sich. Wir haben zum Schluss noch das Alter zu betrachten. Und auch da sollte man ganz kurz, ich habe das jetzt zusammengefasst, ne? Dager sagt das Alter haltlos. Ja, warum? So einfach eine Behauptung. Ohne naturwissenschaftlich bestätigte Krater, ja wieso, wir haben ja ein paar Daten, kann es auch kein festgestelltes Alter geben. Die Torfbildung am Tüttensee spricht für ein viel höheres Alter. Nun, wir behaupten kein Alter, wir machen Untersuchungen, geologisch, archäologisch und physikalische Datierung. Wir haben C14,
Der Mokro ist älter. Wir wissen, dass da ein Rahmen ist, ja, ungefähr so 2000, 2500 bis 500, ja, da irgendwo drin, mit gewissen Plausibilitäten, wo es genau liegen kann. Das ist durchaus bestätigt, kommt übrigens auch in diesem Artikel von Antiquity, kann man das dann nachlesen. Da drin. So, und dann interessanterweise ist es so, dass hier beispielsweise wir gerne wissen wollten, wo die Torfbildung auf ein höheres Alter datiert worden ist. Ganz genau. Damit man das auch bestätigen. Und schließlich natürlich die Ortsangaben dazu. Wir haben übrigens keine Ortsangaben gemacht für unser Feld, weil wir verhindern wollten, dass jeder dorthin geht und dadurch die Formen zerstört werden. Ja, das ist ganz klar. Wir haben die alle da. Ja, und es ist wichtig, dass das so ist, denn sonst trampelt jeder drauf rum. Wir werden, und jeder Forscher, der mit uns mitmacht, wird dahin geführt und kann sich das angucken. Aber wir wollen es nicht verstreuen, nicht, dann wissen wir, was passiert. Denn am Tütensee, ich würde mal sagen, sind tonnenweise schon Gesteine verschwunden, ob es jetzt welche waren oder nicht. Die haben abgeräumt. Ne? Das war uns klar, aber das ist halt der Tribut beim Tütensee gewesen. So, und jetzt kommen noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel Aussterben der Chiemgau-Kelten. Erstens haben wir das gar nicht behauptet, das haben Filme gemacht. Jeder Filmemacher macht das gerne. Sondern wir haben gesagt, das könnte in der Zeit gewesen sein. Und das ist nicht ganz einfach darzustellen. Aber zum Beispiel, wenn es heißt, trotz der angeblich freigesetzten Energie, ja, in einem Äquivalent von zig angenommenen Atombomben, wir würden gerne wissen, wie viel klappt er uns jetzt? Also wie viel ist das? Haben wir das gar nicht postuliert. Im Gegenteil, ich gehe da mal ein Stück weiter. Dann sehen Sie, was haben wir gemacht? Das ist das, was der Herr Darger erzählt. Und das ist das, was wir gemacht haben und veröffentlicht haben. Die Zeitrahmen, die aus drei verschiedenen Datierungsmethoden resultieren, passen sehr gut zusammen. Sie datieren den Kiefer-Impact mit Sicherheit zwischen 1300 und 300 vor Christus. Wahrscheinlich ist das Datum auf 700 bis 300 vor Christus weit einhängt, wenn nicht auf 600 bis 428 vor Christus. Das ist vorsichtig formuliert und die Datierungen sind ja auch nicht ganz. So, und dann, wieso kommt eigentlich Zirft für den angenommenen Impact auf ein Alter von 500 vor Christus? Es werden bewiesen und nicht bewiesene Funde, die an einer Stelle, in der von Zirt angegebene Fläche auftreten, großzügig auf die gesamte von Zirt diskutierte Fläche übertragen. Und das Interessante ist, er pickt sich das also gewissermaßen raus. Und wenn man aber genau hinguckt und würde sich das mal anschauen für das Nördlinger Ring, sagt man es nämlich auch so. Also einige Stellen, an denen man eine Datierung weiß, man überträgt es auf das gesamte Geschehen. Genauso gut oder genauso schlecht. Und wir haben an verschiedenen Stellen Datierungen, übrigens nicht nur wir, auch andere Kollegen haben da was gemacht und kommen auf Datierungen von mindestens 2000 Jahre zurück, von 2400 Jahre zurück. Also wir liegen schon in einem solchen. So, also, das überspringe ich. Sie sehen auch, wie genau wir das machen. Das ist ein Auszug aus einem unserer Veröffentlichungen. Also das ist sehr, sehr viel genauer aufgebaut, als es so schnell schlags dahin gesagt wird. Gut, so. So, jetzt kommt noch ein Punkt zum Schluss. Es wird von anderen Kritikern ins Feld geführt, dass Datierungen, nein, dass Urkerne, so muss ich sagen, die man im Chiemsee genommen hat, doch genau sagen, dass nichts passiert ist. Also ist alles in Ordnung. Ja, wir kennen die Urkerne natürlich. Und dann schaut man sich das an und unser Mitarbeiter, der Dr. Sudhaus, hat sich das genau angeguckt, die Urkerne, und da stellt man ein paar interessante Sachen fest. Man hat hier datiert mit C14. Und dieses Alter, dieses Fragezeichen da, da kann man nachweisen, dass das falsch ist. Das ist falsch datiert. Und zwar anhand der Biostratigraphie. Also hat man ein anderes Verfahren, das ist falsch datiert. Und das bedeutet, wir sind hier 1458 Jahre von heute zurück. Das hat man noch. Und die 608, die kann man nicht mehr richtig datieren. Da ist eine Lücke. Das geht nicht. So, und da drin, genau da drin, ja, da findet man nämlich unsere Zeit. Also dieser Urkern liefert das nicht, was andere behaupten, dass er liefern würde. Und noch schlimmer, ein Urkern ist zerfallen bei der Bergung, weil man ihn unsachgemäß gelagert hat. Wie gesagt, wir haben nur ein paar. Drei Gott sind es, drei. So, das heißt also, hier ist der Kern zerfallen. Und das heißt, wir haben hier nicht die Möglichkeit, durchgehend Aussagen zu machen. Was will ich dann damit? Im Gegenteil, die Forschung muss angestrengt werden, dass man viel mehr Urkerne bekommt. Das ist ja auch generell für ein Team sehr interessant, zu sehen, was ist da eigentlich passiert in welcher Folge. Darauf kann man sich sicherlich berufen. Und ausgerechnet in dieser Zeitepoche, da kann der Herr Dr. Sudhaus mit einer anderen Methode, nämlich
Pflanzenbewuchs und so, feststellen, dass ja, zum Beispiel da ein teilweise die Vegetation weg war und dann schlagartig ansteigt. Das ist interessant, ja? Sogenannte Sukzessionsflora. Ja? Und dass auch Ton- und Schichtsilikate sich verändern und so weiter. Da hat er Hinweis drauf, da ist was passiert. Ja, und dann schließlich Tunguska. Tunguska hat uns gelehrt, dass ein Impact nicht alles vernichtet. Man kennt einiges von Tunguska. Über 600 Kilometer sind die Bäume umgefallen und so weiter. Aber da waren Rentiernomaden mit ihren Herden. Und was hat man? Zelte und Tiere von Rentiernomaden wurden weggerissen und eingeäschert. Menschen wurden in die Luft gewirbelt. Viel Ohnmacht. Aber nur sehr wenige Todesopfer. Na gut, da waren ja auch nicht viele. Nicht? Aber das war in der Keltenzeit und auch davor genauso. Da waren ja auch nicht viele. Das heißt, wenn man in einer Senke war und die Druckwelle ging drüber weg, dann hat man wunderbar überdauern können. Hinter der ersten Kette der Alpen war das auch nicht so problematisch. Also wir haben nie behauptet, dass deswegen Stunde Null im Keltenreich ist. Das machen Medien. Sondern es ist viel interessanter, auch für weitergehende Forschungen, wenn mal was bei uns passiert, kann da auch jemand überleben. Also wir haben natürlich so viele Menschen hier in so dichtem Raum, da ist dann problematisch. Also wir haben das sehr wohl genau angeguckt und das wird auch von uns, deswegen Fragezeichen, ausreichend diskutiert und das sieht man da drin. In unseren Arbeiten haben wir genau das gemacht. Und können wir also nicht sagen, dass wir das Problem nicht sehen und entsprechend nicht zu überlegen haben. Ja, gut. Wissenschaftlicher Nachweis, wird ja gesagt, zirkt eine Behauptung wie am Fließband auf. Den naturwissenschaftlichen Beleg für diese Behauptung bleibt es aber schuldig. Ja, wieso? Ist am Anfang noch gewesen, haben wir gesagt. Und so weiter, Veröffentlichung muss ich weiterbringen. Da unten weltweite Anerkennung, zirkt sagt nicht, was damit gemeint ist. Doch, das ist damit gemeint. Eine Datenbank von 4 Datenbanken in der Welt. Und da sehen Sie, das hier ist der Bestätigungsgrad. Die höchste Zahl bestätigt und dann geht es runter, das sind die Krater, die man in Deutschland vermutet und Sie sehen, wo unser Tütensee und das Areal, also Tütensee jetzt plus wieder 4 und für das ganze Streufeld liegt, mit 4. Und da war der Kollege da, das war aber der Gusjakow, der sich das Ganze angeguckt hat. Also kurzum, herzlichen Dank, ich hoffe, ich habe Sie nicht ermüdet. Verstehen Sie, wie wir argumentieren, wie wir diskutieren und wir erwarten knallharte Gegenbelege, wir laden jeden ein dazu, von den Forschern sich das anzugucken, aber mit uns zusammen, weil man kann in der gleichen Schicht, weil sich zum Beispiel Drücke auslöschen, manchmal PDFs finden und manchmal nicht. Das heißt, wenn man nichts findet, heißt es nicht, dass etwas da ist. Wenn man etwas findet, heißt es, dass was da ist. Und die anderen müssen jetzt mitgucken, dass sie das kritisieren, nicht unbedingt. Herzlichen Dank. So, damit Sie sehen, ich habe das nicht sozusagen beachtet, nicht beachtet, sondern ich habe das hier nur übersprungen. Also das hier sind zum Beispiel solche Furchensteine, die man dort findet. Interessant, hier wird dann gesagt, Furchensteine aus dem Chiemsee, solche typischerweise zur furchten Kalkgebäude kommen nicht nur in den Flachwasserzonen des Chiemsees, sondern auch des Attersees, des Starnbergersees und des Bodensees vor. In seinem Buch bringt er aber nur Furchensteine vom Chiemsee. Wo sind denn die anderen? Da möchten wir Bilder sehen. Da möchten wir Schnitte haben. Was machen wir? Wir schauen uns die Dinge an. Und wie schaut das aus? Das ist ein solcher Furchenstein vom Chiemsee. Ja. Und das ist ein Tektit, nur als Beispiel des gleichen physikalischen Prozesses. Der gleiche physikalische Prozess, ein Tektit, ein Moldavit. Das ist sozusagen ein glasartiges Gebilde, das mit Impact in Verbindung steht. Und da tauchen solche Abschmelzspuren, scharfe Grate. Das hier ist ein Meteorit, der so etwas zeigt. Ja. Also auch solche Abschmelzungen und das ist wieder vom Chiemsee. Ja?
Und wenn Sie da weiter gucken, dann sehen Sie zum Beispiel hier oben vom Chiemsee, ja, und das hier unten, Moment, dass ich es richtig habe, ja, eines ist nämlich hier aus einem Impact geschehen. Das heißt, wir haben bei Impakten auch diese Furchensteine. Und dann sieht man beispielsweise hier oben, dass ich es richtig bringe, genau, das ist ein Meteorit, mit sogar mit Loch, ja, von Sikote Alin, Abschmelzvorgänge, das Ablation nennt man das, ja. Das heißt, es wird weggespritzt und das gleiche haben wir sogar auch mit Loch, aber am Boden. Und man kann sich vorstellen, dass durch den gewaltigen Druck die Gesteine zum Beispiel wegtransportiert werden und bei der Gelegenheit in der Atmosphäre genau die gleichen Ablations-, also diese Spuren wieder zeigen, wie wir das eben von Meteoriten auch kennen. Und wie gesagt, es gibt bei anderen Impactkratern ebenfalls diese Steine. Wir haben es dann analysiert, auch warum die sich erhalten, weil Lager sagt, die haben sich doch gar nicht erhalten. Ja, die haben die ja nicht in der Oberfläche gefunden, sondern im Boden konserviert. Oben natürlich nicht, aber im Boden sehr wohl. Ja. So. Und zum Beispiel auch diese Geschichten, wir sehen Übergänge zwischen diesen Steinen und diesen Steinen. Das ist ein ähnlicher Prozess, der im Hintergrund läuft. Ja. Zum Teil eben durch Thermik, zum Teil spielt auch noch Säure eine Rolle. Also wir haben das gemacht. Ich will es jetzt bloß nicht vertiefen, weil wir sitzen noch lange da. Und das ist nicht ein ganz einfaches Kapitel, weil da sehr viel auch geologische Fragestellungen mit reingehen. Was ist das für ein Material? Ja, das haben wir also in der Analyse genau gemacht. Nicht? Wir sehen es da. Bloß, wie gesagt, das ist immer so. Okay, also das dafür. Weitere Fragen? Was war mit den Donnerlöchern? Bei den Donnerlöchern ist es ein bisschen ein Problem. Die Untersuchungen sind noch im Gange. Sie hängen vermutlich irgendwie damit zusammen. Wir werden einen Report in den nächsten Monaten sicherlich bringen. Aber wir können da nicht vorgreifen. Einfach deswegen, weil noch weitere Untersuchungen gemacht werden. Optical Stimulated Luminescence ist eine komplizierte Methode, funktioniert dadurch, dass sozusagen in einer Schicht, die abgedeckt wird, ja, dass ein Zustand konserviert wird von dem Gestein. Und wenn man das bestrahlt mit Licht verschiedener Wellenlänge, dann kann man in dem Gestein, das sind Elektronen sozusagen gefangen da drin, die kann man herausdrücken und dann kann man die Menge dieser Elektronen gewichten und zählen, wobei man das Umfeld auch noch kennen muss dazu und kann auf diese Art und Weise dann herausarbeiten, wie alt das Gestein ist. Und der Vorteil ist, man kann das Gestein oder die Schicht direkt messen. Der Nachteil ist aber, man muss sehr viel über das Umfeld der Schicht mit herausbekommen. Und wenn man das hat, und genau analysiert, geht das. Wir haben in Stötthagen eine ganze Latte von solchen Messungen gemacht. Die sind fast ganz ausgewertet. Aber man muss sehen, wie die noch entsprechend dann gewichtet werden. Geben aber schon ganz gut so einen Rahmen an, von dem ich gerade gesprochen habe. Ein Punkt ist vielleicht ganz interessant. Es kann auch sein, dass durch den Impact selbst Veränderungen da passieren in dem Gestein. Und das hat wieder Auswirkungen auf die Datierung. Das sehen wir im Augenblick an. Das machen aber die Kollegen in Griechenland. Ich kann auch da nicht weitergehen, weil die haben ja gerade ihren Vortrag gehalten und die möchten den natürlich publizieren. Und deswegen müssen wir es mal bei dem Stand belassen. Aber das ist im Gange. Das ist Spezielle, das ist noch nicht lange her, dass man diese Datierungen kann. Und man kann sie auch nicht überall anwenden. Aber sie sind genauer, in der Regel jedenfalls genauer als die C14-Datierungen. C14, Sie können ja zum Beispiel einen Baumstamm haben, der 500 Jahre alt ist, ja. Und den haben die hingestellt und dann da verbrannt und so. Und dann haben sie schon mal so einen Versatz da drin. Also C14 ist eine sehr, sehr wenig genaue Datierung. Es gilt in der Archäologie, dass eine C14-Datierung ist keine C14-Datierung. Also man muss verschiedene Datierungen gleichermaßen haben und dann gucken, dass die zusammenpassen. Und noch viel wichtiger ist, das habe ich hier gleich angesprochen, dass man auch Scherben vielleicht da drin hat, da haben wir auch gewisse Hinweise drauf, Scherben, die die Leitfossilien dann sagen, archäologisch dann sagen, wie das reingekommen ist. Aber wenn Sie sich vorstellen, die Schicht ist ja gewissermaßen auch durch eine Art Tsunami vom Chiemsee verändert worden, dann können Sie sich vorstellen, dass da etwas anderes mit reingeschwemmt worden ist. Also versuchen Sie mal einen Schutthaufen zu datieren. Das heißt, Sie gucken oben die Schicht, die ist gut, unten die Schicht ist gut, und dann müssen Sie gucken, wie die das hier unten ist, wie das hier oben ist, und dann können Sie noch gucken, was in der Schicht los ist. Also die Schicht selbst ist natürlich ein Problem. Übrigens, das gleiche Problem haben die Kollegen, die 2004 die Tsunami versuchten, genauer anzugucken, nämlich wie sind die Schichten. Man hat dann geglaubt, man kann über runtergefallene Uhren, die da eingebettet sind, was datiert, also zeitmäßig datieren. Das hat man nachher ad acta gelegt, ja, weil es ohne weiteres nicht gibt. Und wir gucken uns solche Sachen an, weil es eine ähnliche Geschichte ist wie bei uns. Ja. Wie datiert man einen Schutthaufen? Ja.
datiert, wann die Abdeckung sozusagen ist. Und zwar, Sie haben ja Folgendes, Sie haben eine Schicht, eine Schicht, eine Schicht, eine Schicht, eine Schicht und die drüberliegende Schicht deckt ab, ja, da kommt da kosmische Strahlung runter und so, und die Strahlung überhaupt, die deckt das ganze Ding ab, ja, so. Und Sie können bestimmen, wann es abgedeckt worden ist, sozusagen Belichtung können Sie bestimmen, ja, das ist der Punkt da drin, das macht OSL. Es wird nicht datiert, die Zeit der Entstehung des Gesteins, sie interessiert uns hier nicht, sie interessiert uns dann, wenn wir meteoritisches Material nachweislich hätten, dann wäre es interessant zu wissen, das kann man machen mit Zirkon beispielsweise und so, wie alt ist dieses Gestein? Aber uns interessiert die Abdeckung. Und das kann man. Ja. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Stöckhammschicht ist von einem Impact entstanden, der in den Chiemsee erfolgt ist. Gibt es da schon neuere Erkenntnisse zu diesem? Nicht weitere als die wir haben. Ganz am Anfang hatte ich erzählt, dass wir haben es ja mal vorgestellt, eine Hohlform haben mit Wallhaben, die wir im Chiemsee gefunden haben, und zwar nahe am Chieming, die dafür verantwortlich sein könnte. Und es gibt auch noch ein, zwei weitere Stellen im Chiemsee, die Kandidaten dafür sind. Der Kollege Suthaus hat das ausgerechnet, was für Wellen da entstehen können und so. Das ist durchaus plausibel, das kann bis dorthin kommen. Die Frage ist natürlich, wie ist das abgelaufen? Denn bei solchen Tsunamis passiert natürlich vieles. Ja? Das heißt, die läuft vor, die läuft zurück. Ja? Es werden Überdeckungen gemacht und das alles in so einer Schicht drin. Das muss man noch genauer angucken. Was Sie aber sehen, ist eine nicht verletzte Schicht, eine nicht verletzte Schicht oben und zwischendrin diese kaputte Schicht. Ne? Sie ist also nicht sozusagen induziert jetzt durch, dass da ein Brocken jetzt reingekommen wäre, sondern, also irgendwo ein Grat oder was wäre, sondern der ist woanders gekommen, Flut, ja. Und der andere Punkt ist, dass natürlich Druck noch eine Rolle spielt. Das heißt, wenn das Objekt runterkommt, haben wir Druck und thermische Vorgänge, die da noch eine Rolle spielen. Das heißt aber, die Impakte direkt im Chiemsee werden noch weiter untersucht. Ja, ja, auch. Das ist genau das, was wir für 2010 machen wollen. Wir sind da eben. Die Tätigkeit ist abgebrochen worden, weil damals sehr viele Segelboote da waren. Da war das Wetter schön, dass wir mit dem Wasserwachtboot nicht mehr reingekommen sind. Da hätten wir es gemacht. Das ist auf unserem Programm. Genau. Ja. In welcher Tiefe liegt denn diese Krater im Chiemsee? Das ist jetzt etwas, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch ein Bild irgendwo da drin habe, um das zu zeigen. Das ist jetzt ja, ich weiß schon, aber das stimmt ja nicht ganz, weil du ja auf den Rand hast. Also, und es geht relativ hoch darauf an der Stelle. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich ein Bild zu dem anderen habe. Einen kleinen Moment. Ich habe nämlich das ja gekürzt. Ja, da geht es bis zu über 70, 76 Meter. Also, da gibt es ja relativ. 30 ja. Meter, es gibt Stellen, wo es Verschiebungen gibt. Die Stelle 74 Meter, so etwa. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich das Bild Ihnen zeigen kann. Hoffentlich habe ich es drin. Mal schauen. Das ist nämlich ein anderes. Mal ganz schnell schauen, ob das irgendwo ist. Nee, das ist nicht. Gehen wir mal da kurz raus. Also ich glaube, das können wir uns ja nochmal so angucken. Wir haben das, ich glaube sogar, es ist ja auf der Webseite drauf, aber wenn nicht, wir haben das im letzten Jahr mal vorgestellt gehabt. Das ist also relativ nah am Keeling, ja, und da ist eine Stelle, die durchaus tiefer runtergeht, ja, und dann hat man ein Objekt von vielleicht 800 Meter, ist größer als der Tütensee, ist größer als der Tütensee. Wenn man das ausrechnet, dann kommt man schon auf vielleicht so 20 Meter irgendwie sowas. Ja, beim Kaiser. Aber da geht es dann flach rauf, ja, das ist das, ja. Und ich habe jetzt kein Bild dafür, man sieht einen klaren Wall, und zwar wie eine Doppelkraterstruktur. Plus, wir haben überlegt, wegen Tauchern, aber die können da nicht so unbedingt so oder weiteres runter, da muss man sich ganz genau überlegen, wie das funktioniert. Also, jetzt, wenn ich ganz korrekt bin, haben wir eine morphologische Bestätigung durch den Wall. Wir müssten runtergehen und müssten jetzt Steine angucken und im Chiemsee. Ja, das wäre jetzt ganz genau der Schluss, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, vor allen Dingen vom Umfeld her, denn wenn man dann ausrechnet, wenn da ein Projektil reingeht, das ist nicht sehr groß, ja?
vielleicht, allenfalls, ja, dann kriegen Sie eine Flutwelle, die so 20 Meter hat. Und da kommen Sie locker dann drauf. Ja. Und das schwappt wieder zurück. Dann. Weil meine Argumentation wäre, dass dann niemand sagen kann, das ist ein Todesloch, weil der Chiemsee war ja... Ja, ja, das ist sowieso. Also da gibt es noch andere Wege, dorthin zu kommen, ist klar. Aber Sie sehen ja daran, was da alles gelaufen ist, das schaffen wir bisher nicht viele Leute. Überlegen, ja, wie wir das gemacht haben. Das heißt also, das können wir nur stückerweise machen und sowas steht auf unserer Agenda für dieses Jahr. Vielleicht klappt es, vielleicht können wir auch mal, wir haben mal die Polizeitaucher gehabt, die konnten, wir wollten, dass die noch weiter runtergehen an anderer Stelle, die konnten nicht. Die waren da bei 25 oder 30 Meter, was das war, war Schluss, ja. Und die haben trotzdem interessante Sachen für uns gebracht, nicht jetzt an der Stelle. Aber da müssen wir halt noch ein bisschen weiter. Also wer ein U-Boot hat vielleicht, auch Roboter, wir nehmen alles, gerne. Ja, das ist interessant. Das ist interessant. Also folgendes, es wird schwierig und ich sage einfach mal dazu, einen von diesen hatte ich bei, als Zuhörer beim Vortrag, den ich an der Volkshochschule Gießen gehalten habe, vor 3 Jahren. Da haben wir auch noch nicht so viel gewusst, aber trotzdem ein paar Sachen gewusst. Und er hat dann die gleichen Argumente, er kennt keine anderen Argumente, nur die gebracht. Und ich habe dann gesagt, machen wir doch Folgendes, aber noch ein paar andere damit. Sie machen einen Termin aus, wir gehen dahin, wir schauen uns das ganz genau an. Und, aber Voraussetzung ist, wir machen einen Schnitt, nicht oben gucken, wir machen einen Schnitt. Und dann schauen wir uns alles genau an und miteinander. Und dann sagen Sie das. Wobei er keinen Impact hat. Herr Heinlein ist kein Impactforscher, der kennt sich damit nicht aus. Meteoritensammler, sonst nichts. So. Und was ist passiert? In den Jahren von 2007 bis jetzt nichts. Aber im vergangenen Jahr kommt ein Artikel im Verein der Sternfreunde. Jetzt kommt in Ingolstadt ein Vortrag, wo er selber sagt, ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber so ungefähr Kritik am Chiembau. Und ich habe dort hingeschrieben und gesagt, passt mal auf, macht doch eine Podiumsdiskussion mit uns. Denn wir haben die Sachen doch erforscht. Dann macht eine Podiumsdiskussion. Ich kriege da einen Brief zurück, eine E-Mail zurück. Nee, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Keine. Ja, 2012. Was denn? Jetzt ist doch die Diskussion. Ich will den Brief nicht zeigen, was ist. Okay, ja. Dann frage ich Kühlchen. Kühlchen, ja. Die einzeln oder gibt es die in der Matrix eingebettet? Sowohl als auch. Würde ich sagen, oder? Andreas. Ja, jetzt muss ich jetzt auch Geologen ein bisschen zurückgreifen, ne? Und welche Größe hätte Andreas, sagst du das bitte, dazu? Nochmal. Einzeln oder in der Matrix? Sind die einzeln, also sind schwerpunktmäßig einzeln oder sind die auch in der Matrix? Die sind im Prinzip in der Matrix. Ja. Das heißt, Matrix ist eine Schicht, die es deutlich gefärbt ist. Und wenn man die Schicht also entsprechend behandelt, bekommt man entsprechend viele Kügelchen. Drüber, drunter, so gut wie nichts. Vielleicht noch etwas zu den Kügelchen. Die Kügelchen sind gefunden worden in Mitteleuropa. Also da haben die Kollegen auch in Belgien zum Beispiel Kügelchen gefunden. Aber nicht wir, die Kollegen Hoffmann und so weiter, haben deutlich gemacht, dass exakt in dieser Streufeldellipse die Konzentration am größten ist. Das ist interessant. Ja? Also das weiß man schon, die ist da am größten. Und dann kommt natürlich auch dazu, in welcher Tiefe findet man das Ganze. Das ist auch noch eine interessante Sache. Weil zum Beispiel, das haben Sie nicht mitbekommen, der Dr. Firestone mit dem vermuteten Kometeneinschlag am Ende der Eiszeit, Mammutaussterben und solche Sachen, ging ja mal durchs Fernsehen durch, ähnliche Sachen gefunden hat. Übrigens auch bei anderen Materialien gibt es Ähnlichkeiten zu unserem Material, wir haben sie in Kontakt. Aber das ist älter, das sind 12.000 Jahre zurück, wenn es damit zusammenhängt. Der hat eigentlich ein Problem, die haben keine Schockphänomene. Ja? Aber die treten trotzdem anders auf, weil die fette Nase anbietet. Ja, wir haben keine Schockphänomene, was wir haben. Aber die Kügelchen haben sie auch, ähnliches. Und allerdings, wie gesagt, 12.000 Jahre alt. Und bei uns ist es in der oberflächennahen Schicht. Ja. Wie gesagt, vieles davon, nicht alles, findet man auf der Webseite wieder. Dann vielleicht, wenn Sie Zeit haben, in diesen, gut, wer Englisch kann in dem Fall, wir versuchen mal irgendwann eine deutsche Übersetzung zu machen, wenn wir Zeit haben, von den TQD, von dem Artikel. Da findet man dann neuere Geschichten zu Stötthaben, zu den Analysen, auch zu den Zeitanalysen, kommt im Juni raus. Und jetzt in den nächsten Monaten kommt ein weiterer
Paper heraus mit so 25, 30 Seiten. Und zwar haben wir anlässlich der Tunguska-Konferenz 2008 unter der Tunguska eine Arbeit eingereicht und die erscheint jetzt. Und da sind die ganzen geologischen Sachen mit dem Stand von so halt Mitte 2008 drin, so wie auch in Englisch, das ist halt so, findet man, das kommt auch jetzt in diesem Jahr. Jo. Ja. Gut. Da würde ich sagen, schließe ich jetzt offiziell mit der Veranstaltung und gebe nur zur Diskussion untereinander.